Meine lieben Freunde, das ist Xeni Doob, herzlich willkommen. Heute machen wir wieder ein Angriffsvideo. Ich warte immer noch auf mein... Hä? Was? Wir machen... Also ich habe gerade was anderes gelesen. Also, wir machen heute wieder ein neues Angriffsvideo. Weil bei mir wurde endlich geupdatet. Will jetzt nicht pushen, aber guckt euch das an, wie schön das ist hier. Ich hab den jetzt endlich fertig auf Level 4. Er sieht so imba aus, ne? Und ich habe gestern ein Gem-Video gemacht, ein richtig krasses Gem-Video. Ist auch nochmal rechts oben in der Infokarte verlinkt. Ich verstehe gar nicht, warum das so schlecht ankommt. Bei den anderen Leuten, die haben immer 1 Million Aufrufe oder 300.000 oder noch mehr. Und da wird das voll gefeiert, wenn die Leute gemmen. Und dann gemme ich mal richtig krass. Und dann kriege ich da 30 Daumen nach unten. Das deprimiert mich voll, ja? Also ich glaube, ich höre auf mit Clash of Clans. Nein, natürlich nicht. Aber es ist komisch, ne? Wenn ich das mache so, dann kommt das echt scheiße an. Und wenn das andere machen, ist es gemein sowas. So, wir holen uns erstmal unsere krassen 6 Gems. Und dann machen wir Angriffe. Und dann müssen wir mal gucken, was wir updaten. Wir hoffen natürlich heute nicht auf so viele Fünfer. Ich würde halt gerne jetzt von hier reingehen, ne? Hier so. Wir würden erstmal einen Riesen vorschicken. Komm. Eine Bombe schon mal weg. Eine Falle weg. So, und die anderen dann hinterher gespammt. Oh. Wenn die Riesen jetzt da schnell hinkommen, gut aus. Komm, den mach den Zerkleinerer weg, da. Schön. Wenn die Kanonen jetzt auch nochmal weg sind. Nice. Nice. Jetzt geht hier rum, bitte. Nein. Wir gehen nicht darum. Ja, das ist immer so ein... Jetzt gehen sie da rein. Die drei Archers. Aber dann ist es schon vorbei, weil die Doppelkanone noch steht. Fuck. My ass. RIP. Schade. Ja, wir haben wenigstens einen Stern gekriegt. Aber wir hätten die eigentlich echt dreiern können, aber... So, Mann, wir verlieren. Verdient verlieren wir. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Scheiße. Mein Uhrenturm ist nämlich noch nicht fertig. Ich bin gerade noch ein bisschen meinem Sohn am helfen. Warte mal, wo ist der? Ich spiele da nicht so oft drauf, weil er soll das selber machen. Aber wo ist er denn? Da. Ich suche mal seine Base. Wen habe ich das jetzt gebaut bis jetzt? Wir müssen da aber noch ein bisschen leveln, ne? Die Sachen sind erst Level 2, 3. Die Kanone ist Max. Das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Ich habe auch seine Pokale noch nicht gepusht, obwohl man das mit der Hütte, so wie sie hier steht, eigentlich easy machen kann. Und wir können... Irgendwas wollte ich noch gucken. Wollte ich gucken, genau. Was wir machen können ist, wir können nebenbei... hier auch mal schnell einen Angriff machen. Weil wenn die da drüben laufen, irgendwie 3 Minuten oder so, dann kann ich einen Angriff hier machen. Wir machen einfach mal hier. Einfach alles rein spammen da. Hier geht das mit den Riesen. Hier kannst du spammen. Vor allen Dingen, weil man hier noch den Heal dazu hat. Und die drei Packers gleich mit rein. Oh, meine Magier. Die dürfen nicht sterben. Die sind ganz wichtig. Aber die kriegen gerade so viel Schaden ab, dass sie einfach, glaube ich, abkratzen, oder? Ne, der Heal hilft. Ich droppe hier nochmal einen Heal hin. Und hier klatsche ich nochmal einen Heal, weil ich muss den Heal sowieso loswerden. Weil ich nachher die Angriffe mit den Loons mache, weil da so ein Event ist. Da oben ist mein King. Der haut da oben alles Schrott. Und die Magier mache hier außenrum mit den Riesen alles kaputt. Boah. Ich glaube, so groß wird das bald auch sein. Die Basen bei der drüben, bei der kleinen Base. Zünd mal jetzt schon den King, weil eh keine Abwehranlagen mehr dastehen.
Ja, und dann habe ich, genau, habe ich gestern, ist mir irgendwie, habe ich irgendwie richtig Bock gehabt, dieses Gem-Video zu machen. Ist ja mehr ein bisschen Troll, ich nehme halt die Leute auf die Schippe, die ihr ganzes Dorf gem. Ich habe da ja nichts gegen, aber ich finde es trotzdem witzig. Ne, und ich habe mir gedacht, gut, gemst du auch mal. Mit den Gems, die du hast, 66 Stück, kommt bestimmt witzig. Ah, einige Leute finden das kacke. Schade. Ich finde das auch immer cool. Kennt ihr diese, was ich auf jeden Fall als Fake ansehe, sind diese Leute, die immer sagen, pro Like verlost er ein Gem. Jetzt müsst ihr euch aber vorstellen, der Typ hat auf seine Videos, das ist so ein Ami, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, Alter. Das ist ein Ami, ne? Der hat auf seine Videos, lass mich nicht lügen, irgendwie 20.000, 30.000 Likes pro Video. Und wirklich, da kann mir keiner erzählen, dass der jedes Mal 20.000 Gems verlost. Niemals. Ohne Witz, niemals. Glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. Und wie will man das nachprüfen? Na? Und wie will man das nachprüfen, dass derjenige, jetzt kein Spaß, ne? Wie wollt ihr das nachprüfen, dass derjenige wirklich diese Gems verlost und dass jemand im Chat die auch bekommen hat? Was ist, wenn das sein Zweitaccount ist und der dann einfach reinschreibt, yo, nice, thanks for the Gems oder so? Ah, das sind so Sachen, Alter, da glaube ich einfach nicht dran, ne? Es gibt zu viele Faker und ich denke mir nicht, okay, wenn er groß genug ist, dann kann er sich das bestimmt leisten. Aber ich glaube nicht, dass man 25.000 Gems pro Video verleiht. Das glaube ich nicht. Wie viel sind 25.000 Gems, Leute? 25.000 Gems. Ne, der kriegt 25.000 Likes. Guck mal, lol, was ist das denn, Alter? Die Riesenbombe da hinten außen und die Falle da vorne. Okay, das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Da war die Riesenbombe. War schon ein bisschen komisch. Der ist gerade 3 gewesen und ist auf dem Weg zu Level 4. Der war erst auf dem Weg zu Level 4. Habt ihr es gesehen? Der war Level 3 noch. Oder? Oder war der auf dem Weg zu Level 5? Und der war Level 4. Das weiß ich gar nicht. Wir müssen mal gleich gucken. Aber das ist so, ne, was ich meinte. So bei YouTube gibt es so einen, der verlost da immer richtig krass die Dinger. Wir müssen mal bei dem gucken, was der hatte. War der Level 4, Alter? Ja, der war 4, genau. Der ist gerade im Ausbau zu Level 5. Hat die aber nicht gemaxt. Die nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das hat er gemaxt. Das auch. Das auch. Das nicht. Den Uhrenturm hat der Typ immer noch nicht aufgebaut. Level 4, Level 3. Das ist krass, dass man den Uhrenturm nicht aufbaut. Der Uhrenturm ist, glaube ich, einer der wichtigsten Gegenstände in dem ganzen Game. Der Uhrenturm. Kein Witz, Leute. Also der ohne den Uhrenturm, Alter, keine Ahnung, wie man da spielen kann. Alleine die Stunden, die ihr spart. So übertrieben. Okay, 15 Ballons. Heute wollen alle Loons haben. Loons? Heute ist ja dieses Event, Leute. Macht da mal. Würde ich auch machen. 100 fucking Gems. Bei 9 Loons. 9 Loons. Ne? 10 Angriffe. Fuck my ass. Holy shit. Das habe ich gar nicht gesehen. Jesus fucking Christ. Okay, egal. Wir ziehen durch. 8 Magier, 10 Riesen. 8 Magier. Ich würfel hier einfach irgendwas zusammen. Ich glaube, es gibt auch noch so ein Loon-Deck. Aber keine Ahnung, wie das geht, Alter. Rage, Heal, Ice. Rage, Heal, Ice. Mal gucken, was wir damit machen können. Lavahunde außen, Riesen rein, dann unten. Ich nehme die Riesen nur mit, weil ich die Bodentruppen hier safen will. Mal gucken, was wir da kriegen. Ich denke mir mal, wir machen sowieso viel auf 3. In 9 Stunden ist auch unsere Bogenschützenkönigin fertig. Braucht wer Golems? Nee, Golems braucht keiner. So, rüber hier. Ja, ist immer, ne? Ihr wisst Bescheid, YouTube. Wir machen jetzt wieder ein bisschen die Angriffe, weil ihr seht, also ich halte mich immer bei 2200... Alle die Leute sind schon bei 4315, Alter, richtig gestört, Mann. Das bringt denen doch eigentlich gar nichts, ne? Die meisten, die doch jetzt pushen, die sind doch sowieso schon durch Gems outmaxed, ne? Die oben in der Liste sind, kannst du mir nicht erzählen, dass die nicht gegammt haben. Ja, das sind alles outmaxte Typen. Und das ist die Base, die am besten funktioniert auch. So, zumachen. Da
Dann außenrum die Wände, das hat, glaube ich, die Base hat, glaube ich, jeder. Ne? Izu hat das auch. Ja, jeder hat diese Base so. Und der Chinese, was hat der? Der hat die auch. Ja. Jeder hat die Base. Funktioniert halt einfach am besten. Weil die Abwehr hier am schwierigsten ist zu knacken. Weil auf dem Level sehr, sehr viele einfach angreifen mit dem Babydrachen. Und man sieht auch, die Bogenschützentürme, erst auf Level 5 werden die Bogenschützentürme nach unten gestellt, damit sie mehr Schaden machen. Weil es wäre useless, die jetzt hochzustellen mit mehr Range, aber dadurch viel, viel weniger Schaden. Also das ist viel effektiver auf 5. Das habe ich mir auch schon angeguckt. Das ist wirklich effektiver auf 5. Da kannst du viel, viel mehr erreichen. Ja, und die schicken wir natürlich. Das Gute ist, seine Dinger sind hier in Ausbau. Das heißt, mit Distracten wird nichts. Das habe ich mir gedacht. Alle Riesen rein. Ich hoffe natürlich, dass wir hier die Trap nicht anmachen. Kommt, mach mal das Ding da weg. Boah, der Zerschmetterer ist brutal, ne? Habt ihr es gesehen, Alter? Na, das dauert zu lange hier. Schade. Das war ein sehr schlechter Angriff von mir. Ich denke mal nicht nach, ne? Ich spam halt einfach rein. Wenn es klappt, klappt. Wenn nicht, dann nicht. Was war der eigentlich? Ich habe das gar nicht gesehen. War der 4 schon? Ja, der war 4, ne? Ja, der war 4. Ah, der Zerschmetterer ist nice, Alter. Wachposten ist auch cool. Mit Wachposten ist sogar... Er ist sogar schon richtig weit, ne? Er hat den noch auf 2. Die hat er auch noch auf 3. Das ist 3 auch. Krass. Dass er die anderen Sachen bauen konnte. Ah, ich glaube, du brauchst das nur auf... Ja, du brauchst das nur auf 3, genau. Dann hat man 100 oder 250.000 oder sowas. Ja, er wird auf jeden Fall 50% kriegen, weil meine Base ist dafür ausgelegt, 50% zu kriegen. Wenn man außenrum alles schön abräumt mit den Bogenschützen, dann kriegt man da 50%. Das dauert immer so lange, ne, wenn man so ein Video macht. Dann will man das eigentlich nicht zu lange ziehen, weil man ja die Angriffe machen will. Übrigens kommt noch ein Video, das habe ich aufgenommen. Da erkläre ich, warum und wie man die Stoßfallen am besten hinlegt. Ist auch gar nicht schlecht, das Video. Kommt jetzt auch noch die Tage. 240.000. Das ist in 7 Stunden fertig. Dann ist der auch gemaxt. Und dann fange ich an, die Babydrachen weiter hoch zu prügeln. Und danach kommt... Ganz am Ende mache ich erst die beiden hier. Ich glaube nämlich die... das ist die Useliste mit dem hier zusammen. Erstmal auf 5, denke ich, wird das erst interessant. Deswegen hier auf 4 ist es noch nicht so wichtig. Das Krasse ist auch... Jemand hat geschrieben in die Kommentare... Mal meinen Mauszeiger wegmachen. Den mache ich bewusst nicht weg, weil wenn man Sachen zum Beispiel zeigt, ne, das hier zum Beispiel, wenn ich jetzt was zeige in einer Base, da würde ich von da angreifen. Keiner würde genau wissen, von wo ich das meine. Und deswegen habe ich den Mauszeiger drin. Ich weiß auch gar nicht, was daran so störend ist. Das ist halt nur Mauszeiger so. Aber es gibt ja immer wieder Leute, ne? Die sich über irgendwas aufregen. Ist er eingeschlafen, Alter? Echt, Chu. Musik, Bro. Er hat jetzt so lange gebraucht, 61% zu holen. Das ist Hammer, krass. So krass. Wir haben gegammt, Leute. Oh mein Gott. Wir haben gegammt. Hm. Oh, die Base ist auch nicht schlecht, Alter. Doppelkanone vorne. Hier ist 100 pro ein Tesla drin. Boah, ich weiß nicht, wie ich den angreifen soll, Alter. Der ist schon 5. Fuck my ass. Der ist schon 5. Der hat zwar nicht krass gelevelt, aber der ist halt 5, ne? Wir schicken mal einfach hier die Riesen rein. Ah, der hat halt überall schon die Traps. Komm schon! Alter, so ein Benjamin, ne? Der hat zwar nicht alles gemaxt und so, aber trotzdem macht er uns platt, weil er halt einfach viel mehr Wände hat und Defense-Gebäude. Oder? Wenn die jetzt nicht ganz dumm ist, dann macht sie hier weiter. Aber sie ist dumm, 100 pro. Ja, schade, es wird nix. Ja, ist ein Fünfer, fuck.
Fuck. Ah, ich muss mal wieder ein bisschen... Ja, es ist... Er hat zu viele Wände, was willst du machen? Ah, und verliert trotzdem. Warum verliert man das? Warum verliert man das? Was ist los mit dem Typen? War der auf Crack? Gucken, was der macht. Na, die Riesenbombe war für den Arsch. Guck, der Riese, bevor er die Falle auslöst, ist er tot. Nee, doch nicht. Schade. Wer witzig geht. Guck, jetzt hat den hier oben gesetzt, den Riesen. Der läuft einfach ganz rum und wird zermalmt. Das liebe ich ja so. Das ist das Gute an der Base. Riese wird hier oben gesetzt, läuft aber trotzdem rum, weil er da hin will. Okay, das war... Ich bin ja schon schlecht mit den Angriffen, aber er hat den Ganzen nochmal so eine Krone aufgesetzt, Alter. Der junge Mann hat dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt. Wollen wir mal einen Angriff hier wieder machen? Ja, machen wir, ne? Damit das Video nicht so langweilig ist, weil wir die ganze Zeit warten, ist auch AIDS. Habe ich alles ready? Ja, habe ich. Da ist so wenig Loot. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich spam gleich einfach alles raus. Sieht sowieso am geilsten aus. Dann muss ich mit dem Raid schon ein bisschen gucken. Nee. Also da soll ein bisschen Loot drin sein. Das Dunkle ist gar nicht so wichtig. Hier ist das aber krass, Alter. Ja, es ist nur das Dunkle. Ich muss auch ein bisschen das Dings wieder reinkriegen. Flugabwehr da und da. Let's go, bitches. Just go, bitches. Ich hab kein Rage mehr, Menschen, Skinner. Mach den doch kaputt. Hab ich noch Heal? Nee, Heal habe ich irgendwo in die Mitte geballert. Ich hab keine Ahnung mit den Angriffen. Also mit den Ballons und so. Aber was soll's, ne? It's just for fun, guys. Das ist ja schon Level 15, mein King. Auch schon heftig, finde ich. Wenn wir Glück haben, wird's ein Hattrick. Magier, glaube ich, sind mit die stärkste Einheit, oder? Guck mal, er macht's richtig. Der Boy hier macht's richtig. Er hat den Turm gefokust. Der Boy macht's richtig. Ja, es ist drei. Jetzt noch das. Hat er noch irgendwas in den Ecken? Ja, oben noch. Das ist auch krass, ne? Warum stellt man den Tesla dahin? Ich hätte das lieber alles ein bisschen mehr in die Base gebaut. Ich finde auch, dass die Base viel zu eng zusammensteht. Dadurch kann man die irgendwie viel leichter kaputt machen. Jetzt hat er endlich einen Riesen im Fokus, der Tesla. Boom. Ja, das ist nicht schlecht, Leute. Wir gehen wieder rüber. Müssten fertig sein. Und jetzt gucken wir mal, dass wir einen vernünftigen Angriff machen, den letzten. Okay, krass. Das ist ein... Ohne Witz, den könnte... Er hat... Wisst ihr, warum er... Soll ich euch sagen, warum der Typ so weit hinten ranhängt? Soll ich euch genau sagen, warum der Typ so weit hinten dran hängt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 700.000 Gold hat er verschwendet, seine Wände auf 3 zu machen. 700.000 Gold. Das... Das müsste jetzt eigentlich ein lockerer Dreier werden. Wenn nichts schief geht, ne? Wir wissen ja, wie unsere Bogen-Ossis sind, Alter.
Die gehen ja ihre Wege so, wie sie da Bock drauf haben. Aber das müsste eigentlich ein Hattrick werden, ja? Also, keine Ahnung. Wenn das kein Hattrick wird, ey, dann hört auf, meine Videos zu gucken, ja? Ja, jetzt stehen keine Abwehranlagen mehr außer der Tesla. Wo hat der seine Riesenbombe hingepackt? Wo sind hier? Hier ist noch eine Falle. Jetzt fliegt ein Riese weg. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das ist gut platziert hier, die Dinger. Die Dinger sind auch gut platziert. Und hier die Falle auch. Die habe ich nur jetzt wieder nicht verstanden. Ich hätte hier wieder die Trap gemacht, die Leute in die Luft schießt. Und die Riesenbombe habe ich da oben nicht verstanden. Ist auch nicht schlecht, weil man vielleicht davon ausgeht, dass von da oben angegriffen wird. Aber ich hätte es da nicht hingestellt. Oh, Alter. Holy shit. Ich habe das gar nicht gesehen. So. Der Kollege. Kollege Sockenbart. Das Ding ist, eine Trap, eine Sprungfalle war hier. Eine war hier. Gut platziert wegen seinem Zerschmetterer. Dann hat er aber hier vorne und hier vorne so eine Trap gemacht, die uns wegschleudert. Wegschleudert. Finde ich nicht gut. Ich hätte hier eine und hier eine gemacht. Weil hätte er hier jetzt diese Wegschleuderfalle gehabt. Ich habe ja mehrere Riesen reingeschossen. Wenn die auf Level 2 ist, dann würde die, glaube ich, 2, 3 Riesen wegballern. Und eine Riesenbombe hat er hier zu stehen gehabt. Puh, weiß ich nicht. Ich hätte das sowieso anders gebaut. Ich finde, das hier ist Wandverschwendung. Ne? Weil die Einheiten eh die Wände ignorieren und hier durchgehen. Das hätte ich anders gemacht. Vielleicht die Wände hier so hingestellt und hier noch so hingestellt. Oder dann hier irgendwas gebaut. Das finde ich zum Beispiel nicht so gut. Aber es ist, wie gesagt, ne, immer... jeder findet, das hat da eine andere Auffassungsgabe und so weiter und so fort. Ich sag wieder danke fürs Zusehen, YouTube. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.